Das ist echt der Klassiker. Wann kriege ich einen Verbindungsabbruch beim Gute-Nacht-Sagen? 12 Stunden lang geht der Stream klar, ne? Und wann kriege ich den Verbindungsabbruch? Wenn ich ins Bett gehe. Echt geschickt. Ich liebe meine Internetleitung. Ich könnte sie den ganzen Tag verprügeln. Ganzen Tag könnte ich meine Internetleitung verprügeln. Ja, meine Lieben, ich wollte nur sagen, ich gehe jetzt duschen, Mettbrötchen inken und dann mal gucken. Pennen. Heute Abend ist VR. Wow. Und da, ja, ich hatte gerade offensichtlich einen Reconnect irgendwie. Ich hatte wieder irgendwo hier drehende Kreisel und dann schwupp tauchte wieder der Splash-Screen von Battle.net auf und hat sich wieder neu eingeloggt und OBS musste ich einmal kurz Stream beenden, Stream starten, damit es wieder geht. Von alleine verbindet er sich nämlich nicht wieder. Ja. Manchmal habe ich das, aber eigentlich nicht während Streams. Wenn Stream nicht ist, dann habe ich sowas öfter über den Tag, schon seit Ewigkeiten. Ja, da kann ich wohl auch nichts mehr gegen tun, damit muss ich mich jetzt abfinden für den Rest meines Lebens. Aber ja, während Streams ist es eigentlich nicht, während VR eigentlich auch nicht, eigentlich nur, wenn ich am Wuseln bin, wenn mehrere Dinge ordentlich Leitung ziehen, wenn Dinge runtergeladen werden und so Sachen, dann kann sowas passieren. Aber sonst eigentlich nicht. Wenn ich nur so ein bisschen lasch vor mich hin. Naja, meine Lieben, ich nutze diese Unterbrechung, ja. Heute ist nicht alle Tage. Ich komme wieder, Und keine winke euch. Frage. Ich bin echt ein bisschen Für durch heute gerade. ist wirklich Schluss. Ja, also. Schlaft schön. Wir haben heute 1,3 Millionen Frames gesendet. Aber schon lange nie mehr. So ein Molochström. Ich glaube, ich habe auch unter anderem deswegen so lange durchgehalten, weil mich Jens vorhin geraidet hat. Ich finde es unverschämt, wenn mich jemand raidet und ich würde dann einfach so ins Bett gehen. Ne? Da würde ich mich schlecht fühlen. Wenn mich jemand raidet und ich dann sage, ja, tschüss allerseits, Stream aus. Aber ich war schon kurz davor zu sagen, ich gehe mal langsam ins Bett, ich bin heute ein bisschen matschiger. So um 3:30 war das, ne? Aber dann dachte ich mir so, nee, das kann ich jetzt nicht machen. Ich geradet werde, dann mache ich immer noch ein bisschen. Und dann habe ich irgendwie Bock gehabt, ah Mann, dann machen wir jetzt den Akt durch, ja? Bester Zeitpunkt. Ja, ich stream schon seit 12 Stunden in etwa. Moin Berserker und gute Morgennacht. Schlaft ihr auch schön, ihr Stücke. Ab ins Bett mit euch, Nachteulen. Ja? Ihr Stücke. Genau. Wie gesagt, Chakun, mir sind Shooter nicht so. Ich bin Rollenspielfuchs. So, und die Erweiterung von Diablo ist noch gar nicht gespielt. Path of Exile steht noch an. Palworld kriegt jetzt im Dezember ein fettes Update. Dann ist eigentlich im Dezember, Januar eher so meine Switch-Zeit und nicht so die Computer-Gaming-Zeit. Eigentlich. Aber im Moment ist eigentlich zu viel in meinen Bubbles, was sich gerade hervordrängt, als müsste man mal angehen. Titan Quest 2 ist angekündigt. Warframe ist einfach nicht so mein Beuteschema. Aber es gibt gerade so eine Welle an Spielen, die eben genau ins Beuteschema fallen, auf die ich quasi warte, die gerade alle irgendwie so mehr oder weniger gerade auf dem Markt ploppen. Das ist ziemlich viel zu daddeln gerade. Ich hab's mir ja schon mal angespielt, aber ich weiß einfach, dass ich Shooter an sich nicht spiele. Das kommt ja nochmal dazu. Ich guck's mir öfter mal an, sowas. Ja. Bin ja auch neugierig. Aber ich bleib da nicht bei hängen. Es ist sogar in meiner Bibliothek. Wann habe ich's gespielt? Ich guck gerade mal. Nee, nicht Shop. In meiner Bibliothek. Warte, Warframe. Gespielt habe ich das. Oha. Am zuletzt gespielt am 15. September 2018. Ja. Das ist schon 6 Jahre her. Zeit rennt. Warframe Tenogen. 5. Februar 2022. I see.
Das ist richtig, 45 Minuten. Ich hab's halt wie viele Shooter. Ich hab's mal anprobiert, dachte mir so, ach, so ist das. Dann habe ich jetzt mal so ein Gefühl dafür gekriegt. Und dann habe ich es wieder gelassen, weil ich habe über 1000 Spiele. Ich bleibe am Ende nur bei denen hängen, die halt so mein Genre so, ne, ins Schwarze treffen. Alles andere gucke ich mir meistens nur an. Aber ich wollte es mir mal angucken, weil da so viele gespielt haben. Und ich dachte mir so, okay, das spielen echt viele Leute, ne? Ich habe zum Beispiel gerade auch Red Dead Redemption 2 mal von meinem Pile of Shame runtergekloppt, weil es liegt einfach zu viel drauf rum auf diesem Pile. Und ich weiß zum Beispiel, dass ich ein God of War Ragnarök noch spielen will. Warum vergleiche ich gerade Ragnarök mit Red Dead Redemption 2? Weil beides sind absolute Quadruple-A-Produktionen. Also beides sind so outstanding Games, die du kaum mit irgendwas vergleichen kannst. Ne, so ein God of War Ragnarök gehört so von der cineastischen Qualität als so ein Adventure-Rollenspiel einfach zu der Speerspitze dessen, was gerade möglich ist. Und Red Dead Redemption 2 gehört halt so an Open World, wie soll ich sagen? Also es ist halt so ein Open, es ist mittlerweile, es bietet so viele, es ist irgendwo Action, es ist halt auch, es bietet Rollenspielinhalte, es ist so ein Simulator so ein bisschen, es ist, also das ist so eine Art von Spiel, wo du schlecht ein Genre eingrenzen kannst, aber es ist halt so in dieser Art, GTA-likes quasi, ne, nur halt im Western-Setting, ist es halt auch die absolute Speerspitze. Aber GTA habe ich nie gerne gespielt. Das war nie so mein. Ich gucke da gerne mal zu, wenn andere das spielen. Aber das ist nichts, was ich selber spiele. GTA. Mhm. Und Red Dead Redemption Western ist halt auch so überhaupt nicht mein Setting. Das auch wieder so. Kann ich mir mal angucken, wenn andere das spielen. Aber ich selbst finde es überhaupt nicht cool, der Cowboy zu sein. Ne? Mhm. Deswegen, wenn ich zum Beispiel an so absolute Quadruple-A-Produktionen denke, die ich unbedingt spielen müsste, dann ist halt das Ragnarök-Dingen von God of War absolut dabei, weil ich liebe Mittelalter, ich liebe Fantasy und ich liebe Rollenspiele. Das ist zwar schon sehr actionlastig für ein Rollenspiel, aber es ist halt, also der erste God of War von den aktuellen, der hat mich richtig umgehauen von der Bildgewalt alleine, was der, ne, aufgefahren hat. Ich will gerne wissen, wie es weitergeht. Das ist wie ein Rollenspiel als Film eigentlich erlebt. Und bei so Molochen spiele ich dann eher sowas als ein Red Dead Redemption 2, weil ich auch weiß, ein Red Dead Redemption 2 dauert dann aber auch wieder hunderte Stunden, wenn du das wirklich durchkloppen willst. Und so viel Zeit mag ich mir gar nicht nehmen. Und bei einem Warframe sehe ich zum Beispiel das Problem, das hat gar keine Story. Das ist ein Multiplayer-Titel, ein reiner. Und reine Multiplayer-Titel ist ja schon direkt auch wieder was, das spiele ich ja eigentlich gar nicht. Wenn ein Spiel eigentlich nur existiert, um als Multiplayer-Titel gespielt zu werden, ohne dass man einer Story folgt, ohne dass man einer Charakterentwicklung folgt, so da will ich hin auf diesem Bild. Das sind so Sachen, das sind so intrinsische Spiele, die einfach nur aus sich selbst heraus funktionieren und die Leute bei Laune halten sollen. Wie auch ein Overwatch zum Beispiel, ne? Oder ein League of Legends, Dota 2. Das sind alles so Intrinsik-Spiele. Die bieten dir keinen Fluff, keinen großen Geschichten, die du da erlebst. Außer die Spieler sich selber quasi machen, ne? Und das sind ja auch wieder so Spiele, die ich da nicht spiele, weil die haben auch kein Ende. Ne? Bei Palworld hat er auch keine tiefere Geschichte. Aber irgendwann hast du alle Perls gefangen. Jetzt haben sie Erfolge hinzugefügt, ja. Aber irgendwann hast du die Erfolge auch. Hast du alles mal gemacht. Und das dauert gut. Ja, das hat schon ein bisschen gedauert. Aber so ein Overwatch oder so ein Warframe oder so ein LOL, da fängst du immer wieder von vorne an. Das machst du immer wieder. Und das sind so Spiele, die würden ja für immer gehen. Aber ich habe ja so viel zu spielen, ich kann ein Spiel ja gar nicht für immer spielen. Ich brauche Spiele, die mir ein Ende setzen, damit ich irgendwann aufhöre. Und das tun diese Spiele nicht, darum fange ich sie in der Regel gar nicht erst an. Sondern gehe höchstens mit der Prämisse rein, ich guck's mir mal an. Damit ich mitreden kann, wie die so sich anfühlen. Moin, Höschi. Ja.
Moin, Vivi. Und gute Nacht, Vivi. Du gehst auch gerade ins Bett. Vernünftiges Hasentier. Vernünftig. Na, Nachtibu. Moin und gute Nacht. Sagt Ari das. Das kann der aber auch gut. Nachtibu, frag Ari mal zu so Themen wie UFO-Sichtung oder Bigfoot. Und zu seiner Meinung dazu. Mach das mal. Dann hast du aber auch erstmal 20 Minuten Sprachnachricht, ja? Also, Meister des Monologs bin ich nicht alleine. Herzstory, in 6 Jahren ist viel passiert. Ja, aber wie gesagt, das ist nicht mein Kern. Solche Spiele in der Regel sind nicht die Spiele, die ich so spiele. Und ich habe keinen Mangel an Spielen, die gerade vor meiner Haustür klopfen und sagen, Jan, spiel mich. Weiß nicht, ob ich den Punkt je erreichen werde, dass ich so überlege, oh Gott, was spiele ich denn jetzt? Ich glaube, diesen Punkt erreiche ich in meinem Leben nicht mehr. Dafür wird zu viel cooler Scheiß auf den Markt gespült. Ist auch schwierig, zu sagen, der Jan spielt nur das, weil das gibt's eigentlich nicht. Ich spiele ja auch sowas wie ein Ori, was ein Plattformer ist, ne? Und Hollow Knight, was ein Souls-like ist, im Endeffekt. Ja. Im Kern spiele ich gerne sowas wie heute, so ein Action-Rollenspiel, weil das so schön Up und Downs hat. Manchmal bist du tief in Geschichten erfassen oder im Skillen und Ausrüstung bewuseln und ganz oft aber auch einfach Leerphasen, in denen du einfach mit dem, was du hast, so blrrm, durchs Feld pflügst. Hirn aus. Ne, so, das ist so schön, das hat ein schönes, das ist schön ausgeglichen, wie ich finde. Man ist dann so im Flow. Andrea wird es Tanzen nennen. Ich spiele auch kindische Spiele, ja. Ich habe mir Luigi's Mansion geholt. Und ich spiele Super Mario. Und ich bin immer noch ein Yoshi-Fan und so. Ich finde niedlich. Ja. Aber manchmal im Oktober muss es auch Horror sein. Aber auch da wieder kein Zombie-Horror, nicht so, ne? Kein Splatter, sondern so Gruselvilla-Horror. Mystery House, ne? Horror-House-Horror. Sagt man da ja auch zu. Also ich kann mich nicht festlegen, so, ich spiele ja nur dieses Genre. Aber es gibt Dinge, die ich nicht mag. Bei der Musik zum Beispiel bin ich nicht so ein Fan von Rap. Oder von Schlager. Das finde ich langweilig. Und so Pop aus dem Radio ist in der Regel auch langweilig. Das ist so Musik nach 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ne? Und genauso ist es, also, und bei Spielen, da gibt es einfach so Sachen. Wie gesagt, so der typische Zombie-Splatter. Ja, natürlich kann ich sowas spielen. Und aus reiner Neugierde, weil ich jetzt Game Designer auch immer so ein bisschen wissen will, was der Markt macht, gucke ich in sowas auch rein. Aber ich bleib da niemals hängen. Das ist immer nur so ein, ja, ich gucke da heute Abend mal so ein bisschen rein und dann ist auch wieder gut. Und so sind zum Beispiel fast alle Ego-Shooter. Sind eigentlich nichts für mich. Und diese Team-Shooter gehören da auch mit zu. Oder halt MOBAs gehören da auch mit zu. Ich habe in alle mal reingeguckt. Aber moi. Nö, was? Na, ups, Nachtschicht und so. Bin um 23 Uhr auf, nur wieder ins Nest. Ja, nö, ich verstehe das. Ich hatte auch Nachtschicht. Kannst du so sehen. Dass da eben stand, dass ich jetzt anfange zu streamen, war gelogen. Ich hatte einfach nur einen Disconnect kurz. Basien spielt ein Horror-Game anscheinend. Horror ist gruselig. Boah, meine Gehirnleistung ist richtig krass. Ja. Ich bin langsam. Es war lange. Ich bin nicht gut im Durchmachen, meine Lieben. Ich bin wirklich nicht gut da drin. Mein Gehirn ist dann irgendwann einfach Butter. Hören sich auch gefühlt alle gleich an. Da Isi so gut nachahmen, bestätigt das. Was meinst du, Karades? Was hört sich alles gleich an? Dass eine KI die nachmachen kann? Ach, mein Nacken. Ach, Popmusik, ja. Ich war mal im Tonstudio. Und eine Dame, die was einsingen sollte, ein paar Zeilen für Popmusik, habe ich gefragt, magst du das, diese Musik?
Hat die gesagt, nö, aber es gibt Geld. Leute hören's ja. Sie sagt, das ist einfach schlichte Musik für schlichte Menschen. Wenn man das Gehirn nicht groß aufmachen kann, dann hört man sich im Radio den ganzen Tag Pop an. Fand ich sehr schön, dass sie das so zugegeben hat. Sie sagt, sie macht auch Schlager. Ich sag, oh mein Gott. Sie sagt, ja, aber das gibt halt Geld. Die Menschen sind halt dumm. Die brauchen keine Musik, die Tiefe hat. Jazz, klassische Musik, selbst ne, so Heavy Metal ist relativ komplexe Musik. Aber sie sagt, dazu muss man das Gehirn anschalten. Und das machen Menschen heute nicht mehr. Fand ich sehr sympathisch, dass sie so hergezogen hat über die Mucke, die sie da produziert. Erinnere ich mich noch sehr lebhaft dran. Der Satz schlichte Musik für schlichte Menschen. Mir nie wieder aus dem Kopf gegangen. Ach ja. So, was war jetzt? Ach ja. Ich guck mal ganz kurz aus dem Fenster, ob Schnee liegt. Ach nee, ist nur alles angeeist. Naja, dann gehe ich jetzt mal zum Bäcker und hoffe mal, dass die noch... Na, natürlich haben die noch Mett. Das ist ja wichtig für ein gemütliches Mett-Einander. Tja, danach kann ich dann einfach ins Mett gehen. Ne? Ja, habe ich schon gesagt, dann schlaft mal schön. Und ja nur, ich glaube, nur die meisten von euch haben durchgemacht. Die wenigsten sind gerade aufgestanden. Ich sterbe. Also irgendwann mal. Ja, bis Montag würde ich sagen. Und ich weiß nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass wir Montag dieses Spiel durchspielen. Dieser Berg Ineb ist ja wohl der Rest, ne, das letzte große Story-Kapitel. Für irgendeinen Endgame-Kram ist mir das Gameplay zu unverschämt, wie sie das verwoben haben mit dem ganzen Pay-to-Win-Kack. Also die Story jetzt vom Mount Ineb und so, den machen wir noch durch. Und ich kann mir vorstellen, dass es dann noch einen Showdown mit dieser ollen Gottheit noch einmal gibt. Aber ich könnt mir vorstellen, dass das Montag durchgeballert wird, ja. Lassen wir uns mal überraschen. Sehe ich jetzt am Wochenende zu, ein bisschen meine VR-Mappigkeiten voranzubringen. Bin auch noch zweimal VR-selig verabredet. Wusel, wusel. Ja. Ja, die Sonne geht auf, der Vampirfuchs, der muss ins Bett. Also, bis die Tage. Tüdelü. Die Gedönsigkeiten. Gute Nacht, ihr Nachteulen. Ihr seid richtig schlimm. Ich gehe immer mit gutem Beispiel voran und will früh ins Bett, ne? Und ihr dann so, oh nein, du großer Fuchs, ich kann gar nicht ohne dich existieren. Bleib wach. Und dann bleibe ich, damit ihr nicht so alleine seid die ganze Nacht. Ne? Hat nicht jeder so einen guten Rhythmus wie ich verstehe das. Ne? Dann kommt ihr mit eurem nicht vorhandenen Rhythmus. Nicht hauen. Da kommt wieder so ein Chakrun. Wenn man mal sagt, Chakrun, geh ins Bett, ne, sagt man dann immer so um 9. Und dann sagt Chakrun, nein, ich bin die unvernünftige Nudel. Ich gehe jetzt noch in die Disco. Dann kommt Chakrun wieder so von der Disco, so um 2, 3 Uhr nachts immer. Ne? Fährt er immer im Winter mit dem Fahrrad, fährt er immer. Kommt er aus der Disco dann wieder, weißt du, mit 5 Promille. Bewegt sich von links nach rechts. Ja, und dann geht er noch in VR. Und dann kommt er morgens um 7 aus VR und fällt hier so in den Stream. Hat mir die ganze Nacht durchgemacht, ja. Nicht so wie so ein Fuchs, weißt du, der so ein Biorhythmus hat. So, bevor ich jetzt gehauen werde, sag mal gute Nacht. Genau, ja, ich verpisse mich mal hier. Ich muss duschen. Ja, ich kann ja nicht Stimki zum Bäcker rutschen. Wechselt mich noch die Verkäuferin mit Matt. Komme ich auf mein eigenes Brötchen. So.
Bis Montag. Ah. Und Vivi ist Small. Das kriegt er gar nicht mit. Ich glaube, der ist jetzt auch schon wieder im Bettchen. Naja, tschüss. Ich habe meinen Rhythmus erfolgreich so maximal vernichtet heute.